Prinzessin Kate, Palast-Insider zu ihrer Rückkehr, Druck von außen ist groß. Eigentlich sollte sich die krebskranke Prinzessin Kate voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Doch der öffentliche Druck ist groß, denn ihre Rückkehr wird sehnlichst erwartet. Prinzessin Kate, Rückkehr erst im Herbst? Eigentlich hieß es, Prinzessin Kate, 42, werde nach ihrer Bauch-OP im Januar nach Ostern ihre Royal-Arbeit wieder aufnehmen. Doch dann die Schockdiagnose? Die Ehefrau von Prinz William, 41, ist an Krebs erkrankt. Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass ich Krebs habe. Mein medizinisches Team riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung, erklärte sie in einem ergreifenden Video. Wie es Kate aktuell genau geht, ist genauso unklar wie die Antwort auf die Frage, wann sie wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird. Dabei wird die Rückkehr der 42-Jährigen in die Öffentlichkeit von vielen sehnlichst erwartet. Eine Tatsache, die Kate in der ohnehin schweren Zeit nur noch mehr zu schaffen macht, wie ein Palast-Insider gegenüber Bild erklärt. Der Druck von außen ist groß. Alle wollen ein Stück von Kate. Und alle wollen, dass sie schnell wieder öffentlich auftritt. Kate unterzieht sich derzeit einer Chemotherapie. In ihrem Zuhause Adelaide Cottage konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre Genesung. Neben Prinz William bekommt sie auch Unterstützung von ihrer Mutter Carol Middleton, 69, insbesondere was die Betreuung der Kinder betrifft. Wann Kate wieder Termine wahrnehmen kann, hängt auch von dem Verlauf und dem Erfolg der Behandlung ab. Aktuell ist an Arbeiten aber nicht zu denken. Kate ist körperlich immer noch sehr schwach. Aber ihr Wille, wieder ganz gesund zu werden, ist stark, so der Insider weiter. Angeblich wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis die Prinzessin wieder Termine wahrnehmen wird. Wie Royal-Experte Richard Eden kürzlich gegenüber der Daily Mail verriet, werde sie noch bis Herbst nicht öffentlich auftreten. Trooping the Color mit Kate? Eine Hoffnung bleibt, wird Prinzessin Kate wenigstens während der Trooping the Color Parade am 15. Juni mit den anderen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace stehen? Der Termin für Charles' Geburtstagsparade rückt immer näher und noch immer wurde Kates Teilnahme nicht bestätigt. Insider glauben jedoch, dass den Royals gar keine andere Wahl bleibt, als Kate zumindest für einen Moment der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie könnte auf dem Balkon erscheinen, das ist keine allzu große Belastung für sie, denke ich. Wenn sie es nicht tut, wird es nur traurig und seltsam aussehen und die Botschaft vermitteln, dass die Dinge vielleicht etwas schlimmer sind, als wir dachten, so Royal-Experte Christopher Anderson gegenüber Us Weekly.